Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von meiner Einführung in die systemisch lösungsfokussierte Beratung. Schön, dass du da bist. Und wenn du zufällig auf dieses Video gestoßen bist, dann abonniere doch einfach meinen Kanal, dann bekommst du nämlich Nachricht über die nächsten Folgen aus dieser Serie. Ja, was haben wir bisher gemacht? Wir haben in dieser Serie schon die Theorien menschlichen Verhaltens im Groben vorgestellt und auch Grundprinzipien dargelegt. Und jetzt soll es dann im nächsten um die Geschichte gehen. Also wie sind diese verschiedenen Strömungen der systemischen Beratung zusammengekommen, sodass diese heute sehr bekannte praktische Art und Weise der Beratung sich so manifestieren konnte. Dieses Kapitel möchte ich beginnen mit einigen Vorbemerkungen von Willemse und van Ameln, von Ebert und Kritz. Willemse und van Ameln haben einen wunderbaren Überblick über die systemische Arbeit und den systemischen Ansatz gegeben. Und zwar betonen sie, dass unterschiedliche Forschungsrichtungen, therapeutische Konzepte und aber auch theoretische Strömungen hier zusammenlaufen. Und was bei ihnen sehr schön deutlich geworden ist, ist, dass diese Geschichte die systemische Arbeit insgesamt erst richtig verdeutlicht. Dabei sind die Theoriekonzepte immer handlungsleitend. Jürgen Kritz hat betont, dass verschiedene Stimmen diesen systemischen Ansatz auch kritisieren. Die Methodenkritik bezieht sich insbesondere auf die empirische Sozialforschung. Und er hat darauf hingewiesen, dass nicht-lineare Interaktionen auf mehreren Prozessebenen zu thematisieren sind. Wolfgang Ebert hingegen äußert eine ganz andere Kritik, und zwar auf theoretischer Ebene. Er hat die Systemtheorien im Plural zusammengetragen, die bei der Supervision, einer Sonderform der systemischen Beratung, zur Anwendung kommen. Er geht davon aus, dass kontinuierlich eine Weiterentwicklung von durchaus bewährten Praxiskonzepten stattgefunden hat, dass aber erst im Nachhinein die Auswahl passender systemtheoretischer Konzepte erfolgt ist. Also die Entwicklung von Systemtheorien geschieht nach seiner Meinung retrospektiv. Und oft werden Systemtheorien metaphorisch oder analogisierend übernommen. Und es erfolgt eine freie Übertragung von Konzepten und Modellen, dann aber leider ohne eine spezialisierte Theoriebildung, auch ohne theoretische Legitimation. Ein Beispiel ist die Kybernetik, die hier analogisierend übertragen wird. Auch das biologistisch-konstruktivistische Modell der Autopoiese ist auf ähnliche Art und Weise in den systemischen Ansatz hinein projiziert worden, kann man beinahe schon sagen. Zur Kybernetik ist festzustellen, dass sie menschliche Beziehungen tatsächlich nicht erklären kann. Und die biologische Theorie kann Kulturphänomene, beispielsweise in Teams, nicht erklären. Eine Richtlinie zur Vernetzung von Theorien im methodenpluralen Beratungskonzept wäre durchaus angeraten. Und so ist nach Ebert eine fundierte Metatheorie erforderlich, die dann verschiedene Theoriekonzepte verbinden könnte. Vielfältig zitierte Einzeltheorien bleiben aber dennoch wichtig, auch theoretisch gesehen, denn sie könnten dann unter dem Dach einer Metatheorie ihre Funktion erfüllen und forschungs- und praxisleitend verwendet werden. Ich möchte euch jetzt erst einmal mitnehmen in die Welt der Kybernetik erster Ordnung. Die Naturwissenschaften, die bis auf Aristoteles zurückreichen, beruhten ja historisch gesehen primär auf der Untersuchung von isolierten Einzelteilen. Und in den 1940er Jahren wurde dann damit begonnen, ein größeres Ganzes zu betrachten. Bertha Lanfi formulierte daraus aus dieser Betrachtung eines größeren Ganzen die allgemeine Systemtheorie. Und er formulierte sie so, dass wechselwirkende Einzelelemente Systeme bilden. Dieses Modell wurde übertragen auf verschiedene Disziplinen, sodass wir heute immer noch beim Computer, bei Tieren, bei Ökosystemen von wechselwirkenden Elementen sprechen, je nach theoretischem Ansatz. Die Kybernetik untersucht
die Dynamik und Steuerung von Systemen hat also auch ihren Platz in der Mess- und Regeltechnik, in den Ingenieurwissenschaften. Die allgemeine Systemtheorie, die noch auf der Kybernetik erster Ordnung aufgebaut ist, hat einen Fokus auf Gleichgewicht und Veränderung. Also wie sind Systeme veränderbar? Man müsste auch sagen, wie sind Systeme steuerbar? Hierbei ist von linearen Wirkungszusammenhängen ausgegangen worden. Also ich habe eine Ursache und dann gibt es eine planbare und vorhersehbare Wirkung. Also dieser vorhersehbare Output ist ein ganz wesentliches Kennzeichen von Kybernetik erster Ordnung. Ich plane etwas und kann sicher sein, dass ein gewünschtes Ergebnis eintreten wird. In der Realität ist dem leider nicht so gewesen. Es war festzustellen, dass das Konzept der Kybernetik erster Ordnung nicht hinreicht und man ist übergegangen zu einem weiteren, etwas komplexeren Konzept, nämlich der Kybernetik zweiter Ordnung. Die schauen wir uns jetzt mal an. Die Kybernetik zweiter Ordnung kennt noch Elemente und Wechselwirkung. Das ist der Grundgedanke auch der Kybernetik zweiter Ordnung. Aber ein System wird angenommen als etwas, was im Inneren komplexe Wirkungsgefüge aufweist, sodass ein Impuls zu nicht vorhersehbaren Reaktionen führen wird, weil je nach innerem Systemzustand eine andere Reaktion produziert werden kann. Gregory Bateson ist hier zu nennen. Er verortet 1956 die Ursachen von psychiatrischen Erkrankungen im Kontext des sozialen Systems. Also die komplexe Innenwelt hat noch ein Signal, das von außen kommt. Die Systemtheorie kommt in den Sozialwissenschaften unglaublich gut an. Wir können dann nennen Katz und Kahn, die 1966 Systemtheorien oder die Systemtheorie der Organisationen beschreiben. Es geht weiter mit Watzlawick, Beavan und Jackson, die 1967 eine Systemtheorie veröffentlichen, und zwar von der menschlichen Kommunikation. In dieser Zeit bildet sich die Palo Alto-Schule in Kalifornien aus. Bateson, Watzlawick, Erickson, Haley, Satir, sie bilden diese Schule. Und ihre Sicht ist immer noch die auf wechselwirkende Elemente, die ein System bilden. Damit haben sie die Familientherapie und auch Organisationsentwicklung begründet. Das Mailänder-Modell, eine andere Schule hingegen, beschreibt Kommunikationsmuster und Verhaltensweisen gewissermaßen als ein inszeniertes Spiel, aber auch im Kontext der Kybernetik zweiter Ordnung. Reaktionen auf äußere Reize sind jetzt abhängig von inneren Prozessen des Systems und nicht mehr vorhersagbar. Dabei wird dann noch die Theorie der Selbstorganisation hinzugenommen. Das bedeutet für soziale Systeme, dass sie selbstorganisiert sind und nicht linear steuerbar. Heitz von Förster sieht hier eine Kybernetik der Kybernetik, daher zweite Ordnung, also kybernetisches System, was dann kybernetisch angesteuert wird. Soweit Kybernetik zweiter Ordnung. In der neueren Geschichte des systemischen Ansatzes sind die Neurowissenschaften von herausragender Bedeutung. Maturana und seine Autopoiese wurde beschrieben 1980 für gedankliche Prozesse. Diese hat er mit seinem Kollegen Varela als lebendige Maschinen bezeichnet. Das wurde vollkommen klargestellt, dass der theoretische Ansatz der ist, mit dem man auch Maschinen beschreibt, also Kybernetik zweiter Ordnung noch. Aber man hat jetzt gedankliche Prozesse als ein solches System beschrieben. Und sie haben herausgestellt, dass Gedanken Prozesse sind, die aus sich heraus fortbestehen, ohne äußere Impulse. Neuronal gesehen werden Gewohnheiten in der Folge von neuronaler Bahnung der Hirnaktivität gedeutet. Die Theorie von Spiegelneuronen, die dann äußere Gegebenheiten repräsentieren sollen, nicht von Maturana und Varela, die wurde inzwischen auch widerlegt, weil man feststellen konnte, dass bestimmte Gedanken
unabhängig von den einzelnen Neuronen als Prozess im Gehirn aufzufinden sind. Die Neurowissenschaften in Verbindung mit der Endokrinologie, also der Wissenschaft von den Hormonen, haben uns dann noch Erkenntnisse beschert, die zu Stress und Glück etwas sagen können. Nämlich ist davon auszugehen, dass Stress- und Glückshormone im Gehirn freigesetzt werden. Neueste Erkenntnisse weisen darauf hin, dass durch bestimmte Gedanken auch hormonelle Ausschüttungen möglich sind. Selbsterhaltende kognitive Systeme rufen Emotionen hervor. Das wäre sozusagen die Konsequenz. Wie wir denken, bestimmt welche Gefühle, auch körperlich spürbare Gefühle, sich manifestieren. Hier sind wir schon ganz nah an sehr modernen Forschungsgebieten, nämlich beispielsweise der Psychoneuroimmunologie, die zeigt, dass Gedanken das Immunsystem oder auch die Gefäße beeinflussen können. Neurowissenschaften mit all den angrenzenden Disziplinen werden also immer wieder auch zitiert, wenn es um den systemischen Ansatz geht und bestimmte Methodiken, die dann auf neuronale Besonderheiten einzugehen versuchen. Damit kommen wir geschichtlich gesehen schon zum Konstruktivismus, der wichtigsten Säule des systemischen Ansatzes. Der Konstruktivismus ist kein einheitliches Programm, sondern es handelt sich hier um weit verzweigte, parallele Entwicklungen. Man kann sogar sagen, dass in Ost und in West parallel der Konstruktivismus entstanden ist, wobei parallel nicht ganz korrekt ist, denn Konstruktivismus als solcher wurde formuliert im 4. Jahrhundert im östlichen Gedankenkreis. In westlichen Kulturkreisen ist hingegen erst Jahrtausende später von Konstruktivismus im eigentlichen Sinne zu sprechen. Aber gehen wir dazu erstmal zurück in die Antike, und zwar zu dem Gedanken, wie ist das Sein beschaffen? Bei Parmenides gibt es nur nicht erschaffen gegenwärtig Seiendes als eines. Und nach Scotus im Mittelalter umfasst Ewiges und Irdisches ein einheitliches Sein. Diese Vorstellung widerspricht Platons Idee, dass Irdisches ein analoges Abbild von ewigen Idealen sei. Erkennbares Sein formiert sich dagegen in der östlichen Philosophie im absolut gegenwärtigen Moment aus dreierlei, aber als Einheit. Dazu können wir die Schriften von Vasubandhu heranziehen. Er war ein buddhistischer Arzt, hat bereits im 4. Jahrhundert Konstruktivismus formuliert in einer Art und Weise, wie es noch zu heutigen Gedanken passt. Er hatte drei Sein unterschieden, das Konstruierte, wie etwas Seiendes erscheint, das Wie, dann das Interdependente, was erscheint, und ein drittes, eine Art Differenz, die erfüllte Nicht-Auffindbarkeit des Konstruierten im Interdependenten. Ja, also diese Nicht-Auffindbarkeit des einen im anderen als drittes Moment. Bei Vasubandhu, aber auch in anderen Schriften, die später in Japan verfasst worden sind, entsteht Wirklichkeit im Moment, von Moment zu Moment. Aus Konstruktionen, gegenwärtigen Seienden und innerer Differenz. Wirklichkeit, dieses zusammenhängende Wirkliche entsteht aus dreierlei, aus Konstruktionen, dem gegenwärtig Seienden und innerer Differenz. So können wir es mit heutigen Worten formulieren und damit bis auf Vasubandhu zurückreichen. Hier hat Nishida 1924 einiges zur Trennung von seienden Objekten und dem Subjekt formuliert. In Kenntnis der westlichen Philosophie hat er herausgestellt, dass diese Trennung von Objekten, die sind, und dem Subjekt, was erkennt, eine reine gedankliche Konstruktion ist. Nach ihm
konstruiert sich Wirklichkeit individuell aus Wissen wie, Wahrnehmen was und dem Wollen zu einer Wirklichkeit. Nach Nishida ist die Trennung von wirklichem Objekt und Subjekt eine reine Spekulation. Nun greifen wir aber noch einmal den Faden des Mittelalters auf mit John Duns Scotus, der ja dieses univoke Sein formuliert hat, dass also Ewiges und Irdisches von einem Sein umfasst ist und dass es eben nicht Analogie ist, mit der wir die Wirklichkeit erklären können. Nach Gilles Deleuze, den ich ja bereits zitiert habe, bringt reines Innewohnen Neues hervor. Das nennen wir Immanenz. Und dieses Neue ist zu nichts analog. In dieser Betonung von reiner Immanenz, von reinem Innewohnen, gibt Gilles Deleuze letztlich nicht nur die Analogie auf, als ein Prinzip des Seins, der Seinslehre, sondern letztlich nimmt er auch Abstand vom metaphysischen Dualismus. Und das vollzieht sich, indem Gilles Deleuze die Philosophen vor seiner Zeit in neue Kontexte bringt, Parallelen aufzeigt und eben Brüche auch herausarbeitet, die dann zu seiner Vorstellung der Differenz und der Wiederholung geführt haben. Die gesamte Entwicklung der sogenannten Biophilosophie, der Philosophie von der Einzigartigkeit des Lebens an sich, die reicht von Kant über Spinoza und Leibniz bis hin zu Simondon, auch Maturana und Varela, Deleuze selbst und Foucault sind hier von großer Bedeutung. In dieser Fluchtlinie der Philosophie des Lebendigen verdichtet sich die Vorstellung der anormalen Individuation, also dieses Selbstwerdens, was zu nichts anderem analog ist, was aus dem Moment heraus geboren ist. Ein echter Paradigmenwechsel, und deswegen spricht auch Foucault ganz nebenbei in seinen Schriften von dem deleuzianischen Jahrhundert, in das wir jetzt eintreten. Und wenn der systemisch lösungsfokussierte Ansatz Bestand haben will, dann macht es doch durchaus Sinn, einmal darüber nachzudenken, ob die theoretische Grundlegung auch im transzendentalen Empirismus einen Sinn macht und Praxiserfahrungen nochmal ganz neu begründen kann. So wie Wolfgang Ebert sagt, naja, ein typisches Merkmal vom systemischen Ansatz ist, dass er sich theoretische Grundlagen heranzieht und damit die berechtigten empirischen Erfahrungen untermauert. Das konstruktivistische Motiv der anormalen Individuation hat Alberto Toscano nochmal ganz besonders herausgearbeitet. Lebendig Seiendes konstruiert sich, mit Rückgriff auf Deleuze, aus der absoluten Einheit reinen Innewohnens. Und dieser Konstruktivismus gilt dann gleichermaßen für Seiendes, aber auch für Erkenntnisse. Es ist wie ein Theater der Produktion von Wirklichkeit, so nennt es zumindest Toscano. Im geschichtlichen Abriss des Konstruktivismus sind aber ganz andere Persönlichkeiten deutlich bekannter. Und deswegen möchte ich sie in der Folge jetzt hier einmal vorstellen, insbesondere mit den Gedanken, die auch Einzug in den systemisch lösungsfokussierten Ansatz gefunden haben. Da ist zunächst mal Heinz von Förster zu nennen. Er geht davon aus, dass menschliches Wissen entsteht, und zwar ohne Zugang zu objektiver Realität. Er stellt heraus, dass die Sinnesorgane eine undifferenzierte Kodierung machen. Es gibt einfach nur mengenmäßige Signale, die im Gehirn ankommen, und das Nervensystem insgesamt errechnet daraus eine Realität. So entsteht gemäß Heinz von Förster operatives Wissen durch beständiges Errechnen aus neuronaler Funktion, können wir noch dazulegen. Es gibt kein Gedächtnis auf Molekülbasis. Das ist im Prinzip nochmal eine ganz bedeutsame Fokussierung, die er mit eingebracht hat. Also wir brauchen nicht denken, dass wir Datenspeicher in unserem
Nervensystem vorliegen haben in Form von Materie, wo die Gedanken drin sind. Gehen wir über zu Maturana und Varela. So oft habe ich sie schon genannt, aber vielleicht sollte ich jetzt noch etwas mehr über ihre Theorien sagen. Sie haben sich befasst mit der Biologie des Erkennens, also wie kommen Gedanken zustande aus biologischer Sicht. Dabei haben sie das Konzept der Autopoiese formuliert. Aber die Kontrolle der gedanklichen Konstruktion trotz Selbsterhaltung ist durchaus möglich. Das war Ihnen nochmal wichtig zu formulieren, obwohl diese Selbsterhaltung, die Autopoiese, ja von Ihnen vorgeschlagen wurde als Konzept. Dabei ist es so, dass Sprache Konsens über Objekte erlaubt, also Austausch zwischen Individuen möglich ist und dass Sinnstiftung auch stattfindet, insbesondere durch soziale Kopplung. In der Koexistenz abgeglichene Beobachtungen führen zu einer Bildung von Ethik und es gibt sozial akzeptierte Wirklichkeiten. Dabei erfolgt eine ständige Selektion von lebensfähigen Verhaltensweisen, von viablen Verhaltensweisen, sagen sie, also von solchen, die Anerkennung finden und fortbestehen können. Das heißt, Maturana und Varela haben sich durchaus auch mit diesem Kontext befasst, wo individuelles Erkennen stattfindet. Das heißt, Maturana und Varela haben sich durchaus mit dem Kontext, mit dem sozialen Umfeld befasst, obwohl sie ja so bekannt geworden sind mit der Autopoiese von Kognition. Kommen wir nun zu Glasers Feld, der dem radikalen Konstruktivismus zugerechnet wird. Warum radikal? Da möchte ich euch zu Glasers Feld sagen, dass er sich befasst hat mit der Art und Weise, wie wir Erfahrungen organisieren. Wissen ist nach Glasers Feld letztlich die Art und Weise, wie wir Erfahrungen konstruieren. Und äußere Realität wird bei ihm nicht geleugnet, aber nach Glasers Feld gibt es keinen Beweis für die Unabhängigkeit der Realität von der individuellen Konstruktion. Und insofern kann Wissen nicht wahr sein. Was bleibt, ist, dass wir Wissen als passend ansehen können. Nicht als wahr, aber als passend. Das gilt sogar auch für seine Theorie des radikalen Konstruktivismus. Also er lässt sich die Frage gefallen, was bringt uns radikaler Konstruktivismus? Ist das hilfreich? Denn in diesem Gedankengebäude gibt es immer verschiedene mögliche Problemlösungen. Also Glasers Feld treibt es so weit auf die Spitze, dass die Theorie selbst auf dem Prüfstand steht. Gehen wir jetzt in die neuere Geschichte, im Prinzip sollten wir sagen in die Gegenwart, stellen wir Fritz B. Simon vor, der gerade mit dem Karl-Auer Verlag sehr prägend für den systemischen Ansatz insgesamt ist. Mit seiner Person ist die Einführung der systemischen Therapie im deutschsprachigen Raum verbunden. Es gibt viele systemisch-konstruktivistische Publikationen aus seiner Feder und besonders hervorheben möchte ich einen bestimmten Passus aus einem grundlegenden Werk, wo es nämlich darum geht, dass sich Wirklichkeit konstruiert nach dem BEP-Modell, wie er es nennt, nach dem Modell Beobachten, Erklären, und bewerten. Also das als Kernstück nochmal des Konstruktivismus. Soweit zur Geschichte dieses Unterkapitels Konstruktivismus. Das war der jetzige Teil und ich möchte im nächsten Teil zu einem wunderbaren weiteren Thema übergehen, was inzwischen ja auch schon wieder Geschichte ist in seinen Anfängen, nämlich die lösungsfokussierte Kurzzeittherapie. Da möchte ich euch wirklich neugierig machen. Kommt dazu, schaut es euch an, denn für die systemische Lösungsfokussierung werden wir ohne ganz wichtige praktische Möglichkeiten, wenn es eben nicht Steve DeShazer, Inso Kimberg, Yvonne Dolan und all die anderen gegeben hätte oder geben würde. Bis dahin. Wenn du magst, kannst du dir ja noch den Kanal abonnieren. Hier ist es, ne? Und das würde mich sehr freuen. Ja, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge dieser Serie. Bis dahin, alles Gute. Ciao.